Erstes Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account hier mit Tesla und mit Ritter. Außerdem der männlichsten Farbe ever, da im Vordergrund Saku zu dem Ra-Blüten zu sehen sind. Im Hintergrund aber Mount Fuji, ist ja auch egal. Trotzdem hübsche Farbe hier. Außerdem, gleich geben wir ab ins Studio, was die Analyse von Accounts angeht. Hier übrigens der erste, der R-Noob. Wenn auch ihr wollt, dass ich euren Account hier mal ganz kurz stalke, dann lasst mir gerne euren Namen in den Kommentaren da, dann vielleicht in einer zukünftigen Folge. Ne? Aber gut, wir gehen hier rein in die Untersätze. Was hat sich denn hier am meisten gelohnt? Diktator. Diktator hat nämlich 16.300 EP pro Stunde erspielt, was ein netter Wert ist, gar keine Frage. Wasp und Hopper können wir ausblenden, genauso wie Crusader, also Ritter. Die Punkte sind zwar hier sehr hoch, aber, also 14.200, 12.000 und 11.700, aber die Spielzeit entsprechend gering. Ihr könnt sehen, die Balken, die sind hier nicht wirklich vorhanden. Ja? Orange, grün und rot, eher unterrepräsentiert, was das angeht. Und danach aber trotz alledem noch immer solide Hunter mit 11.100 und dann auch hier wieder ein bisschen was an Spielzeit. Viking mit 7.500, hat sich aber natürlich im Vergleich jetzt zu Hunter oder Diktator eher weniger gelohnt. Also wenn du hier EPA spielen willst, wahrscheinlich Diktator, Hunter die Option für dich. Natürlich kannst du auch die anderen Untersätze ausprobieren, die hier zwar gut performt haben, aber noch immer wenig Spielzeit haben. Bei den Waffen auf dem ersten Platz Hammer mit 14.500. Und Tesla, genauso wie Twins, können wir auch hier wieder ausblenden. Da fehlt es einfach an, ja, genug Spielzeit, um da hier mal eine aussagekräftige Aussage zu treffen. Ansonsten, Firebird, 11.800 EP, kann sich auch sehen lassen, sieht sehr nett aus. Schafft, da fehlt es wieder hier an der Spielzeit. Aber Freeze und Vulkan, diese beiden, ja, okay, 8.600, sorry, und 8.500 jeweils. Ist okay, kann man schon mit leben. Smokey ein bisschen weiter abgeschlagen, 7.700 und Easy da 6.100. Aber ich denke, man kann hier festhalten, und dahin geht ja auch die Spielzeit, wenn man hier mal die Größe der Balken uns anschauen, der untere übrigens für die Stunden an Spielzeit. Und da sehen wir ja ganz klar Hammer und Firebird. Die auch hier gut und recht weit oben vertreten sind, sind auch die, in die halt hier eben auch die meiste Spielzeit geflossen ist. Also sehr, sehr schön. Ansonsten Brutus und Booster, das sind die beiden Drohnen. Brutus können wir aber vernachlässigen, eine Stunde Spielzeit und Booster 8 Stunden. Und da sehen wir schon ein ziemlich großes Gefälle. Brutus mit einer Stunde 10.000, aber wie gesagt, ist vielleicht nicht so aussagekräftig. Booster auf der anderen Seite 8 Spielstunden und 6.600. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht halt mit Booster weiterspielen, mit Brutus weiterspielen, aber die Drohne hängt natürlich auch davon ab, was für einen Untersatz und eine Waffe du hast. Ne? Die Drohne alleine sagt ja jetzt nicht so viel aus, aber erwähnenswert an dieser Stelle vielleicht mal. Und ansonsten, das ist, finde ich ganz lustig, Delfin, Fuchs und Wolf, das sind die einzigen hier, die irgendwas an Werten haben. Und ja, alle bei 6.500. Dann vielleicht ganz interessant, hier die Schlachtmodi. Juggernaut und Deathmatch, sehr weit oben hier. 15.100 für Juggernaut und 13.300 für Deathmatch. Klingt sehr schön, genauso 13.100 für Capture the Flag. Ganz, ganz spannend. Ansonsten, sehr viel Zeit geflossen ist in Team Deathmatch und das hat sich auch sehr gelohnt, finde ich. Also solide, auch hier wieder im Bereich 11.000 mit dabei. Also sehr, sehr schön, kann man alles spielen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ja, kannst also alles nehmen. Juggernaut, Deathmatch, das hat sich, wie gesagt, am meisten gelohnt. Capture the Flag auch. Aber ja, sieht alles sehr solide aus, was die Spielmodi angeht. Kann sich alles sehen lassen. Alles im schönen 10.000er-Bereich. Bis auf den letzten, aber ist ja auch egal. So, damit gebe ich ab in das Studio. Wunderbar, danke, dass ihr hier mit dabei wart. Zack, 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 let's go, da sind wir wieder da. Wunderbar, schöne Wetteraussichten, alles klar. Ich möchte trotz alledem, bevor wir hier reingehen in eine Schlacht, ja, jetzt müssen wir hier labern ohne Ende. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber es ist einfach so. Und zwar, ein Kommentar und dann gehen wir rein, alles klar? Du wohnst in Berlin, ich auch. Und ja, so eine Gucci-Cap kostet so 300 bis 500 Euro, je nachdem aus welcher Kollektion und Material. Finde ich auch aus meiner Sicht echt unnormal, aber wer es hat, der hat's. Ich würde mal einfach so bezweifeln für die Mehrheit, dass sie es halt haben, um sich halt, ja, oder dass sie halt allgemein mal 300 aufwärts für eine Cap ausgegeben haben. Das bezweifle ich.
Ich habe erst kürzlich wieder einen gesehen, ich würde sagen maximal 12 Jahre alt. Und die Caps oder die Cap, die momentan, also die ich wirklich gefühlt so, wenn ich Gucci Caps sehe, dann eigentlich die. Und das ist halt eine mit 2 Tigern drauf. Ich finde sie jetzt nicht schön, aber okay, wenn andere davon überzeugt sind. Und ich habe mal geschaut, so für wie viel geht sie denn? eBay, gut, okay, ist natürlich fraglich, wie aussagekräftig ist das? Auf anderen Seiten habe ich auch mal geschaut, aber das ist so irgendwo wirklich so im Bereich 300 aufwärts. Es gab zwar da auch ein paar einzelne Listings mit 100 Euro und ein bisschen weiter drunter, aber da kann man sich natürlich auch mal die Frage stellen, wie legitim das Ganze ist, ne? Aber ja, ich bezweifle, dass halt die meisten das Geld haben, um zu sagen, oder wenn sie das haben, dass sie halt gesagt haben, okay, ich gebe das jetzt mal dafür aus. 300 oder 400 ist jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht die Welt, würde ich zwar für eine Cap nicht ausgeben, aber es ist jetzt auch, wie gesagt, nicht die Welt. Im Altersbereich ist das ja eher so, das, was ich so sehe, so 12 bis, ich sag mal jetzt einfach mal 18 oder so. Vielleicht auch 20. Aber okay, ne, wenn du halt jetzt, alles klar, Dankeschön für nix. Wenn du halt, du fängst jetzt deine Ausbildung an, kriegst dann das erste Gehalt, keine Ahnung, sagen wir mal 600 Euro oder so. Naja, gut, dann kannst du halt 50% für eine Cappy dafür ausgeben. Okay, also ja, kannst du halt schon machen, aber ich weiß es nicht, ob, okay, gut, also andererseits kann man in dem Alter mit Geld umgehen? Ah, wahrscheinlich auch nicht. Aber ich bleibe bei dem Standpunkt, dass wir verloren haben. Dass wir verloren haben. Ich muss das gar nicht weiterspielen. Wenn ich das hier schon sehe, dann weiß ich, dass das fruchtet nicht. Ja, ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass halt die meisten, die also eine Cap tragen, auch tatsächlich gewillt waren, diesen Preis dafür zu zahlen. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut. Ich für meinen Teil kann mir auch nicht vorstellen, mir in naher Zukunft eine Gucci Cap zu kaufen. Denn ich musste heute ein bisschen umdisponieren, was meinen nächsten Flug angeht. Ja, da habe ich heute eine Mail bekommen, dass leider mein Rückflug gestrichen wurde. Und ich wurde zwar automatisch umgebucht auf einen anderen Flug der Airline, aber das hat mir überhaupt nicht in den Kram gepasst vom zeitlichen her. Mega, mega früh am Morgen. Und das war so, nee, danke. Also da ist ja der letzte Tag komplett verloren, ne? Und das, nee. Also habe ich mal geschaut, was gibt's denn noch so für andere Flüge von anderen Airlines und bin da fündig geworden, aber das war dann auch schon der doppelte Preis. Also, da ich mir, okay, gut, na gut. Müssen wir trotzdem durch. Wenn es nicht anders geht, dann geht's nicht anders. Tja, aber ist okay. Im Nachhinein, also ich meine mal, der Aufpreis, naja, also, ja, gut, ich krieg das Geld ja trotzdem zurück für den Rückflug. Also für den, der storniert wurde. Und dann ist das alles schon irgendwo okay finanziell. Also ich werde jetzt nicht am Hungertuch deswegen nagen. Aber es hat mich trotzdem so ein bisschen aufgeregt. Es hat mich schon so ein bisschen aufgeregt. Muss ich ehrlich sein. Das fand ich ein bisschen unschön. Aber na gut, okay, was soll's. Also ist auch alles erst nächstes Jahr, aber trotzdem. Ich fand das ein bisschen unschön. Tja, gut. Was soll man machen? Es ist so, es ist wie es ist, aber hey, dafür, das war halt wieder so ein Punkt, ne? Da konnte ich mir sagen, okay, Da ist keine Gucci-Cap drin. Ich krieg hier so hart aufs Maul. Was ist denn los? Ich habe aber Smoky-Schutz mit drin. Ne? Nur damit ihr es wisst. Smoky-Schutz habe ich drin. Aber trotz alledem nervt diese Waffe gerade extrem. Also, finde ich nicht nice. So. Genauso wie das Flugthema. Aber okay, was soll's. Ist okay, nicht aufregen. Alles gut. So, vielleicht, okay, gut. Den haben wir schon uns irgendwie vorgenommen. Der hat so viel Angst bekommen, der hat sich gleich selbst vernichtet. Ja, gut. Nicht so ganz, aber so ein bisschen. So ein bisschen. Dankeschön, immerhin. Ich konnte den Punkt miterobern. Sehr, sehr schön. Und gleich scheppert mein Overdrive aber rein. Da kann er mal gucken, wo er bleibt. Wahrscheinlich bleibt er auch nicht mehr so lange da. Denke ich mal. Oh, guck mal, den können wir uns mal ganz kurz hier snacken. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Komm, dann nehmen wir uns mal hier einen Punkt vor. Ich weiß nicht, soll ich meinen Overdrive bei ihm aktivieren? Ja, okay, komm.
Zack, aua. Sehr, sehr schön. Ach, herrlich. 4-5 ist jetzt nicht das Beste. Ja, natürlich in Unterzahl. Zwei Leute in Unterzahl. Mann, ey, Tanky. Nach dem letzten Video, ne? Nach dem letzten Video. Ich glaube, es wird wieder Zeit für Simulatoren. Also, es wird wieder Zeit für Simulatoren. Keine Sorge, ich habe damit nicht aufgehört. Ich werde das wieder aufnehmen, gar keine Frage. Aber ich habe in der letzten Zeit ja gar nichts gemacht. Und jetzt wollte ich euch erstmal mit ein bisschen TO-Content beglücken. Aber Simulatoren kommen auch noch, gar keine Frage. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, falls sich überhaupt jemand Sorgen gemacht hat. Aber Simulatoren, die werden hier auch noch weiterhin erscheinen. Ne? Aber es ist halt, ich muss ja schauen, wie ich mit meiner Zeit hier so zurechtkomme. Und ich weiß ja, ein paar Schlingel wollen ja eben TO dann doch etwas lieber sehen, als halt eben irgendeine Fahrt durch Berlin im Bus oder so. Deswegen nehme ich natürlich auch das hier sehr gerne mit auf. Ne? So, alles gar kein Thema. Alles gar kein Thema. Können wir so machen. Gut. Sehr, sehr schön. Den Punkt haben wir noch immer unter unserer Kontrolle. Und dem da können wir gleich... ja, hat sich jetzt nicht gelohnt, hier irgendwo hinzufahren. Da können wir ihm auch mal ganz kurz hier den Kill schenken. Tja, so viel dazu. Sehr, sehr schön. Ich finde es auch schön, dass ich halt ein paar Kommentare bekommen habe. Also, ja, seid sehr gerne weiterhin aktiv da. Finde ich alles sehr schön. Gefällt mir, gefällt mir. Gut, was mir auch gefällt, ist, dass wir halt momentan, trotz alledem, dass wir in Unterzahl spielen, noch immer, dass wir hier dennoch sehr gut aufgestellt sind, was die Punkte angeht. Das finde ich sehr schön. Und ich selber kann ja hier auch einiges an Punkten machen. Okay, Vulkan. Vulkan sollte ich mir vielleicht auch mal vormerken als Schutz. Ich muss mal schauen, ob ich hier ein bisschen was an meinen Schutzmodulen ändere. Firebird auch ziemlich nervig, höchstwahrscheinlich. Also sollten wir uns auch mal vielleicht vornehmen. Aber es gibt hier so viele. Was könnte sich denn lohnen? Wir haben... ja, gegen Easy da brauche ich nicht unbedingt etwas. Das sehe ich jetzt nicht ein. Aua, aua, aua. Smokey habe ich drauf, würde ich aber auch sehr gerne lassen. Ich finde, das ist schon sehr, sehr lohnend, dass ich das drauf habe. Ja komm, jetzt müssen wir jetzt mal hier alles auf eine Karte setzen. So, der hatte Gott sei Dank auch nicht mehr so viel. Jetzt können wir uns mal hier den Punkt endlich mal zurückerobern. Hoffentlich. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, und unsere Führung ist jetzt hier auch schon verspielt. Sehr, sehr schade. Tanky, Tanky, Tanky. Willst du mich doch einfach nur blamieren und bloßstellen, oder? Einfach so, nee, 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 ist nicht. Du gewinnst heute nicht. Du gewinnst heute nicht. Auch morgen nicht. Übrigens, diese Woche auch komplett überhaupt nicht, ne? Nur mal so als kleine Randinfo. Also denk mal ja nicht, dass du hier irgendeinen Sieg einfährst. Ist ja nicht so, als hätte ich vielleicht irgendwelche Aufgaben, die halt vielleicht mal im Gewinnerteam oder so beendet werden sollten. Nein, um Gottes Willen. Ah, verdammt, ey, was für ein Rotz. Was für ein ekelhafter Rotz. Lol. Okay, gut, immerhin nochmal einen mitgenommen. Und ich bin Erster, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich finde mich jetzt auch hier persönlich... von der Performance her auch nicht unbedingt überragend. Aber dass ich Erster bin, das spricht dann halt entsprechend natürlich auch Bände, ne? So. Vielleicht kommt ein bisschen was auch durch Punkte, die ich hier einnehmen kann, ab und zu mal. Ne, man munkelt. Aber, naja. Tja, das war's mit dem Punkt. Der ist wahrscheinlich auch wieder weg. Ich muss mir vielleicht langsam wirklich mal die Frage stellen, was für Schutzmodule ich dann hier reinnehmen möchte. Bei... ich bin mir halt unsicher, ob sich halt sowas wie Vulkan lohnt. Also ich kann... okay, gut. Alles klar. Ich glaube, ihr habt es gesehen, oder? Also da fehlte gerade leider so ein bisschen der Fortschritt. Der wurde mir hier nicht angezeigt. Aber naja. So, darf ich hier durch? Danke. Lasst uns mal hier ganz kurz den Punkt B einnehmen. Das sollten wir hoffentlich... naja. Sieht nicht gut aus. Aber hey, immerhin neutralisieren, das sollte ich noch hinbekommen. So, das haben wir. Sehr, sehr schön. Gut, also Smokey würde ich nehmen. Donner... Magnum? Magnum.
Smoky, Donner, Magnum und was noch? Ah, weiß ich gar nicht. Ah, da aber zwei Titanen, ne? Smoky, Donner, Magnum, Hammer? Hammer, Smoky, zack und zack. Dann haben wir also Donner und wir brauchen noch Magnum. Ah ne, sorry, Magnum. Magnum. Da. So, zack. Okay, versuchen wir es mal damit. Vielleicht wird das ja ein bisschen besser jetzt laufen. Ich habe auch wieder mein Overdrive, sehe ich gerade. Können wir auch nehmen. Oh! Jawohl! So muss das. Ja, ist okay. Lass uns mal ein bisschen zurückfahren. So. Wären wir nicht aufgehalten worden, ja, dann hätte es auch vielleicht ein bisschen besser aussehen können. Aber gut. Schade. Aber der macht mir jetzt wenigstens nicht mehr so viel Ärger. Er hat mich zwar trotz alledem bekommen, aber immerhin, so viel Ärger sollte er mir ja nicht mehr machen. Mit seinem Müll. Ach, komm ey, so ein Rotz hier. Da können wir wieder raufhauen ohne Ende, ne? Firebird. Ah, Firebird. Na ja, gut, jetzt ist auch egal. Jetzt ist zu spät. Nice. Aber hey, wir geben uns sehr viel Mühe. Wirklich, also... Ne, wenn man mal bedenkt, wir waren hier in Unterzahl eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder in Unterzahl sind. Wer weiß. Alles möglich. Alles klar. 1000. Ich weiß zwar nicht, wohin das Ding geflogen ist, aber... Jo, das ist lächerlich. Das ist definitiv lächerlich. Gut. Der hat ein bisschen was abbekommen, aber ey. Also ich werde hier mich immerhin in der Top 3 verabschieden. So viel steht fest, wenn hier jetzt nichts Schlimmes passiert. Ob wir hier noch gewinnen können, es sind noch immer 3 Minuten zu spielen. Also da ist leider viel zu viel offen. Daher, ja. Wird schwer. Ich versuche trotzdem erstmal diesen Punkt hier zu neutralisieren. Dann haben wir das wenigstens auch schon mal durch. Dann gibt es weniger Punkte für die Knaben, aber... Ja, mal gucken. So. Nice, sogar noch den Punkt erobert. Finde ich sehr schön. So, schauen wir mal, wie sieht's hier aus an der... Ah. Sehr gut. Ein bisschen was an Schaden gemacht, finde ich immer sehr schön. Also da kann jetzt vielleicht jemand aus dem Team abstauben. Das ist in Ordnung, kann er gerne machen. Solange ich noch den einen oder anderen Assist bekomme dadurch, soll es mir recht sein. Jo, Alter, was ist denn das für ein Schaden? Aber jetzt habe ich euch. Naja, fast. Nice. Ekelhaft. Seid froh, dass ich nicht meinen Overdrive habe. Sonst wird es hier aber anders aussehen, sage ich euch. Da wird es hier wieder scheppern. Wir sollten mal ganz kurz ein bisschen rückwärts gehen. Okay. So, der Punkt, der bleibt in unserer Hand. Ach, ich liebe das. Oh, sehr, sehr schön. Endlich. Endlich mal hier jemanden direkt aus der Base mitgenommen. Wunderbar. Komm, hoch. Let's go. Ja, komm, den nehmen wir, wie er ist. Oh. Ein bisschen hier die Base mal aufräumen, ne? Es ist hier so staubig. Ja, nee. Eher weniger. Vielleicht ein Crit. Nee, okay. Ja, aber immerhin, er ist weg. Ja, ist okay. Komm, hau rauf, wenn du willst. Hau rauf, mein Freund. 1 Minute. Und es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich muss nicht unbedingt hier als Erster rausgehen aus diesem Match. Das ist in Ordnung. Solange ich hier in der Top 3 würdig vertreten bin, ist alles in Ordnung. Und vor allem, wenn wir hier gewinnen sollten, was momentan sehr stark danach aussieht, dann, dann nehme ich alles, wie es ist. So, mal ganz kurz hier versuchen. Uah. Ja, komm, weg damit. Vielleicht hätte ich eher auf ihn da gehen sollen mit meinem Overdrive, aber ist ja auch egal. Ich finde es sehr schön, wir haben es hier irgendwie hinbekommen. Wir haben eindeutig das Ding gerockt und 32-22, oh, das kann sich sehen lassen.
Finde ich persönlich jetzt nicht so schlecht. Ja, und es sieht danach aus, als würde ich hier weiterhin an meiner ersten Position kleben bleiben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist doch mal wunderbar. Und oh, seht ihr das? Seht ihr das? Alles grün, ey. Herrlich, herrlich, herrlich. Im Gegensatz zu meinem Depot. Und das finde ich sehr schön. Finde ich sehr gut. Also ich habe hier ordentlich was abliefern können, was die ganzen Missionen angeht. So, ansonsten, ja gut, einiges hier an, ja, da sieht man, ich habe hier rausgeschäbbert. 32 Kills gemacht, sehr schön, sehr schön. Au, 32,5, ne? Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Oh, ja, gut. Immerhin, also ich fand's gut. Gewonnen, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber jetzt kann ich hier ein bisschen was abgeben. Ich habe diese Mission komplett außen vor gelassen. Also ja, 5 Tage sind es hier noch, aber ist mir eigentlich auch völlig egal, ob ich das hier irgendwie noch schaffe oder nicht. Ich habe in der letzten Zeit nicht viel gespielt und ja, das ist mir auch nicht so wichtig, ob ich da irgendwas jetzt bekomme an Belohnungen oder nicht. Ne? Das ist, lassen wir einfach mal so stehen. So, aber wenigstens hier wirklich gut gesehen, dass da die ganzen Aufgaben erfüllt wurden. Sehr, sehr schön. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sind bei 20 Minuten angekommen, daher eine gute Zeit, um aufzuhören. Ich bedanke mich. Es war sehr schön, es hat mich gefreut, das Ende, das war sehr positiv. Bis dahin, ich wünsche euch noch, ich weiß nicht, heute habe ich Sprachstörungen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht das gut oder auch besser. Rinja hauen. Ist ja klar.